Rainer Künzi hat mich im August, als wir an den Belehrungen des Dalai Lamas in Lausanne waren, um einen Vortragstitel für den heutigen Tag gebeten. Und der Dalai Lama gab damals Belehrungen zu einem sehr bekannten, kurzen Text von Lama Tsongkhapa. Der heißt »Die drei Hauptaspekte des Pfades«. Und ich möchte heute Abend einen Kommentar dazu abgeben. Sobald ich mich dahinter gemacht hatte, hinter dem Vortrag, musste ich feststellen, dass der Text doch sehr kompakt und komplex und anspruchsvoll und voller Fachausdrücke ist. Und deshalb habe ich ihn für euch neu geschrieben. Versucht, etwas zu vereinfachen, vor allem den Jargon auch herauszunehmen, soweit man das kann bei so einem Text. Und ich werde als erstes den ganzen Text vorlesen, also den vereinfachten, gekürzten und anschließend kommentieren und eben, ihr habt Kopien, wahrscheinlich reicht es nicht ganz, eine größere Anzahl der vereinfachten Fassung und ein paar Kopien, die ich noch habe, wenn, falls am Schluss jemand auch noch die komplette Fassung möchte, das Original, hat es hier noch Kopien. Jie Tsongkhapa ist ein großer oder war ein großer tibetischer Meister, ist der Verfasser dieses Textes, lebte im 14. Jahrhundert. Er war ein großer Gelehrter, sowohl wie auch ein sehr verwirklichter Praktizierender. Er wirkte auch als Reformer oder Reformator, der die etwas degenerierte Mönchs- und Nonnensangha reformierte und war damit auch Begründer der Gelugpa-Tradition, der Schule, welcher Meister wie der Dalai Lama und auch mein Lehrer Geschrappen angehören oder angehörten. Und Tsongkhapa war auch der Gründer einiger der größten und wichtigsten Klöster in der Gegend von Lhasa in Tibet. Das ist der Text, wenn ihr mitlesen wollt. Ich verneige mich vor den edlen Lamas. Die Bedeutung der Essenz aller Buddha-Lehren. Der Pfad, der von den Buddhas und Bodhisattvas gepriesen wird. Das Tor für die Glücklichen, die sich um Befreiung bemühen, will ich nach bestem Vermögen erläutern. Wer nicht an den Vergnügungen dieser Welt haftet, sich bemüht, seiner günstigen Lebenssituation Sinn zu verleihen und Vertrauen hat in den Buddha-Weg, diese Glücklichen mögen mit reinem Geiste zuhören. Ohne dass du bestrebt bist, den Kreislauf des Leidens zu verlassen, hast du keine Chance, das endlose Begehren nach Angenehmen zur Ruhe zu bringen. Schon allein das Sehnen nach Dasein fesselt dann uns Lebewesen völlig. Und darum solltest du zuerst Abkehr erzeugen. Ich werde es ein bisschen kommentieren nachher. Eine günstige Lebenssituation ist schwer zu finden und ist sehr selten. Und das Leben ist kurz. Ich denke, in der Alltagswoche vor 2 Jahren haben wir darüber reflektiert, über diese Tatsache und diese Situation. Sobald dir dies klar ist, wirst du dich von den verführerischen Dingen dieses Lebens abwenden. Und wenn du konsequent über die gesetzmäßigen Wirkungen deines Tuns und die Leiden in Samsara nachdenkst, wirst du dich von den verlockenden Erscheinungen kommender Leben abwenden. Das ist vielleicht für die meisten hier nicht so ein Problem, die kommenden Leben. Schauen, wie es mit diesem hier ist. Wenn es dich dank diesen Kontemplationen keinen Moment mehr nach angenehmen Erfahrungen und Zuständen in diesem Dasein verlangt und dein Geist sich nur noch Befreiung wünscht, dann ist echte Abkehr in dir entstanden. Vielleicht sieht man hier schon, warum ich gesagt habe, der Text ist etwas anspruchsvoll. Ist die Abkehr aber nicht von der altruistischen Motivation von Bodhicitta begleitet, wird sie nicht zur Ursache für das Glück des völligen Erwachens. Deshalb sollten jene, die weise sind, Bodhicitta, diese mitfühlende Motivation in sich entwickeln. Die Lebewesen, die alle einmal unsere Mutter waren, werden weggeschwemmt von Geburt, Alter, Krankheit und Tod, sind wir gefesselt
und schlechten alten Gewohnheiten, verstrickt im Netz von Identifikation und Ergreifen, umnachtet von Unwissenheit, endlos im Dasein wiedergeboren und unaufhörlich von den drei Arten des Leidens geplagt. Dies ist die Lage, in der Sie sich befinden. Denke darüber nach und erzeuge die höchste Bodhicitta. Es ist auch interessant, schon nur das zu hören, wenn wir denken, es ist einer der, Lieblingstexte des Dalai Lamas. Also wir kriegen so das Bild des netten, ständig freundlich winkenden, lachenden Lamas mit. Ziemlich anspruchsvoll, was da daherkommt. Wenn du die Abkehr und die altruistische Motivation von Bodhicitta kultivierst, diese aber nicht mit der Erkenntnis der Wirklichkeit verbindest, kannst du die Wurzel des Daseins nicht durchschneiden. Deshalb reflektiere über das abhängige Entstehen. Wer die ursächlichen Gesetzmäßigkeiten aller Dinge korrekt versteht und die Nicht-Selbstexistenz jedes Dinges völlig erkennt, der hat den Pfad betreten, der die Buddhas erfreut. Solange aber dein Verständnis des abhängigen Entstehens und dein Verständnis der Leerheit von Selbstexistenz dir als zwei verschiedene Dinge erscheinen, hast du den Grundgedanken des Buddhas noch nicht verstanden. Und ich überspringe zu 14. Hast du das Wesentliche dieser drei Grundaspekte des Pfades richtig verstanden? Begebe dich in die Abgeschiedenheit und entfalte die Kraft unentweckten Bemühens. Vollendet schnell euer wahrhaftiges Ziel, meine Kinder, endet er. Es ist eigentlich eine Übersicht über den ganzen buddhistischen Weg der Befreiung. Zuerst die Einführung. Tsongkhapa verneigt sich vor den verwirklichten Lamas oder Lehrenden und erklärt dann, dass er den Pfad die Praxis, die von den Erleuchteten gepriesen und empfohlen wird, erläutern werde. Und zwar für jene, die nicht so sehr von Begierde und Anhaften an diese Welt gefangen sind und Vertrauen haben in den Buddha-Weg. Also er sagt nicht einfach, liebe Zuhörer. Er spricht ein ganz besonders interessiertes und ausgerichtetes Publikum an. Und diese nennt er ihr Glücklichen, weil es ein Glücksfall ist, wenn man in diesem Leben entdeckt hat, was einen wirklich tatsächlich glücklich macht und auch wo man dieses Glück finden kann. Und dann bittet er uns, mit reinem Geist zuzuhören. Und das ist ein Geist oder eine Aufmerksamkeit, die versucht, und es klingt einfacher als es ist, wirklich zu hören und zu verstehen, was gesagt wird. Ohne sogleich das Gesagte zu bewerten, zu beurteilen, zu vergleichen mit was wir auch noch zu wissen glauben, ohne es sogleich mit unseren persönlichen Meinungen und Ansichten zu vermischen. Und das ist besonders schwierig in unserer Kultur, weil das ist ja eigentlich eine Tugend. Man muss sofort alles, was man hört, vergleichen und abchecken mit allem, was man schon weiß und dann ein Urteil haben. Er sagt, hört zu und versucht das zu hören, was gesagt wird. Ungewöhnlich. In dieser gleichen Tradition wird von sehr viel über die Arten des Zuhörens gesprochen und drei Arten des Zuhörens, die genannt werden, drei Arten des Zuhörens, die nicht hilfreich sind, sind folgende. Und ich finde sie interessant, einfach mal mitzukriegen. Wir sollten nicht zuhören wie ein umgestülpter Topf das illustriert. Wir hören, aber es läuft auf allen Seiten runter, es geht gar nichts rein. Nicht so hilfreich. Dann auch nicht wie ein Topf mit Löchern im Boden. Da habe ich jetzt kein Beispiel. Offensichtlich alles Gehörte geht zum einen Ohr rein und dann gleich wieder zum anderen Ohr raus. Ist auch oft, wenn wir nicht gerade in einer Weiterbildung in der Schule sind oder an der Uni oder in einem Weiterbildungskurs, vielleicht so von abendlichen, das ist nicht gerade Unterhaltung, aber mehr oder weniger
wichtigen Vortrag. Wir hören es mal und wenn was hängen bleibt, okay. Das finden die auch nicht so hilfreich. Und auch nicht hilfreich, die dritte Art ist illustriert durch einen Topf, der mit Dreck oder Schmutz und mit Giften verunreinigt ist, schon bevor was reinkommt. Und unsere Vorurteile und festgefassten Meinungen und fixen Ideen werden dann in dem Beispiel mit dem Gesagten vermischt und verunreinigt oder vergiftet. Ich habe ein kleines Beispiel, das jetzt nicht so dramatisch ist. Ich finde es mehr eher lustig, aber es gibt ein bisschen die Idee. Das hat Ariane Jani, die mit mir zusammen im Moment einen 4-Wochen-Kursleiter, erzählt. Weil wir manchmal austauschen, so was wir sagen und was dann gehört wird und zurückkommt. Und sie hat gesagt, ich hatte im Abendvortrag erzählt von diesem burmesischen Bauern, der Berührungsmeditation übte. Er war ein Bauer, also die Berührung des Pfluges und was immer er als Bauer halt mit seinen Händen tat. Und war außerordentlich achtsam in dieser Berührungsmeditation und hat tatsächliche Erleuchtung erlangt. Das wurde bekannt als Sun Lun Sayadaw, einer der großen Meister. Und am nächsten Tag kam jemand ins Gespräch und sagte, Ariane Jani, ich danke dir sehr über die Geschichte gestern von diesem nepalesischen Bauer mit den Berührungsängsten. Das sieht natürlich uns nicht, aber. Ich finde es immer interessant, vor allem wenn jemand in ein Gespräch kommt und mir sagt, was wirklich hilfreich war. Und dass es wirklich jetzt ganz befreiend toll war. Früher habe ich immer wissen wollen, was es war, was ich gesagt hatte. Und seit ich gemerkt habe, dass es manchmal Dinge ist, von denen ich weiß, dass ich sie nie sagen würde, frage ich nie mehr. Das freut mich sehr. Okay. Dann mit Vers 3 beginnt Tsongkhapa die eigentliche Belehrung. Er spricht von den drei Hauptaspekten des Pfades oder den drei Grundlagen oder den drei Prinzipien des Pfades zur Befreiung. Das erste ist die Abkehr vom Unheilsamen, von Denken, Reden und Handeln, das uns selbst Leiden schafft. Abkehr von Samsara. Wenn ihr euch an die Alltagswoche, war das diesem Jahr, Papancha erinnert, wie schnell wir uns in irgendwelchen gar nicht hilfreichen Geschichten verstricken können, ist die Abkehr von dem. Das eine, dann die zweite Grundlage, oder das zweite Prinzip ist Bodhicitta. Der Entschluss, aus Mitgefühl heraus zum Wohle vieler Lebewesen vollständige Befreiung oder vollständiges Erwachen anzustreben und, wenn es möglich ist, zu verwirklichen. Und drittens ist es das korrekte Verständnis oder die endgültige Erkenntnis der wahren, wirklichen, tatsächlichen Natur aller Dinge. Diese drei. Und falls diese drei Hauptaspekte euch nicht bekannt vorkommen. Es sind etwas spezifische Formen der sogenannten drei Wurzeln des Gutens. Und ich hoffe, es habt doch einige, längst nicht alle, doch einige, denen es nach all den Jahren bekannt vorkommt. Abkehr ist nicht anhaften, nicht Begierde. Also Loslassen und Großzügigkeit. Bodhicitta ist nicht Hass, also eigentlich Liebe und Mitgefühl. Und Erkenntnis der Leerheit von selbst ist die befreiende Weisheit. Also hoffentlich doch eher bekannt oder wohlbekannt. Wenn wir diese drei Wurzeln des Guten entwickeln und fördern in uns, schwächen wir ihr Gegenteil. Die sogenannten drei Wurzelkilesa oder die drei leiderzeugenden und verwirrungsstiftenden Geistes- und Herzenseigenschaften. Und das ist eben
Abneigung und alle Formen von Abneigung, also Aversion, Hass, Wut, einerseits, und andererseits, zweitens, Anhaften, Verlangen, Begierde, Geiz und drittens, Verblendung, nicht verstehen, nicht klar sehen, Täuschung. Diese drei, alle Formen von Abneigung, alle Formen von Anhaftung, Verlangen und Verblendung und Täuschung, werden auch die drei Gifte genannt, weil sie, wenn in Action, unser Herz und unseren Geist vergiften. Wir schaffen Leiden für uns immer dann, wenn sie in unserem Denken und Handeln involviert sind. Leider, was die Schwierigkeit davon ist, meistens merken wir es gar nicht. Erst wenn die Achtsamkeit ist, wenn das Gewahrsein stärker ist, konsequenter präsent ist, beginnen wir für uns selbst, in uns selbst zu merken, was wir eigentlich da tun mit uns selbst. Shantideva, indischer Poet und Bodhisattva des 8. Jahrhunderts, nennt diese drei nicht hilfreichen Eigenschaften von Herz und Geist Diebe. Sagt, sie sind die Diebe, sie sind die eigentlichen Diebe unseres Glücks. Wenn wir unser Haus nicht mit Gewahrsein und Achtsamkeit bewachen, dann können sie leicht eindringen. Und was stehlen sie? Sie stehlen unser Glück. Auch das braucht Praxis, um es zu sehen. Shantideva schreibt, die Leidenschaften sind wie eine Räuberbande, und das gemeint alle Formen von Aversion und Hass und eben Verlangen, Begierde, Geiz, all das und Verblendung. Diese sind wie eine Räuberbande, die auf den günstigen Augenblick lauert, nämlich wenn ich unachtsam bin. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, stehlen sie meine guten Qualitäten, eben die drei, die wir entwickeln wollen, und zerstören so mein Glück. Eine Räuberbande, die auch noch unsichtbar ist, wenn wir nicht wirklich klar sehen, was macht sie so perfid eigentlich. Und genau weil das so ist, ist es von großem Interesse für uns, diese unheilsamen Geistes- und Herzenseigenschaften, diese Leidenschaften, loszuwerden oder jedenfalls geschickt mit ihnen umgehen zu können. Und dies bedeutet, dass wir uns darin üben müssen, uns von diesen leidenschaffenden Leidenschaften, dass wir uns davon abwenden müssen. Als wichtiger Teil der Praxis, immer und immer und immer wieder. Daher das Wort Abkehr, das der erste Teil von diesen drei Hauptaspekten oder Grundlagen in diesem Text. Das Pali-Wort Nekamma. Im Grunde genommen sollte es uns ja gar nicht so schwer fallen, denn diese Abkehr. Denn das wahre Glück, das wir eigentlich so sehr möchten und das es uns auch voll und ganz zusteht, ist sicher nicht in den leidenschaftenden Emotionen zu finden. Eigentlich nicht einmal in den Sinneserfahrungen, dort wo wir es meist suchen. Ein Meister sagte, wahres, erfüllendes Glück in den Sinneserfahrungen zu erwarten, ist wie im Kühlschrank nach einer heißen Mahlzeit zu suchen. Und wir suchen dort ständig. Und es ist auch immer wieder angenehm, ist nicht, dass es nicht angenehm sein kann, wenn es gelingt, wenn alles klappt und die Bedingungen mitmachen, was sie manchmal tun und manchmal überhaupt nicht. Dann ist es angenehm, für eine Weile, und dann verändert sich alles. Die Bedingungen verändern sich, er verändert sich oder sie verändert sich, der Tag vergeht, was immer. Der Job, der spannend war, wird langweilig, die tollen Mitarbeiter gehen und andere kommen, die wir nicht mögen. Es bleibt nichts. Oder ist einfach gegessen oder ausgetrunken. Es erfüllt einen Moment, wenn wir Glück haben und alles klappt, aber nicht bleibend. Das ist die Geschichte mit der heißen Mahlzeit im Kühlschrank. Dabei haben wir die optimale Situation, die uns erlaubt, wirkliches Glück und echte innere Freiheit zu realisieren. Und das sind die Punkte, über die wir vor
eineinhalb Jahren reflektiert haben, wenn ihr euch die, die dabei waren, erinnern könnt, dass wir dieses Leben haben als Menschen, und zwar Menschen mit Interesse an einer befreienden Praxis, dass überhaupt in den Sinn kommt, dass wir uns interessieren können dafür, wie schaffen wir uns Probleme, wie schaffen wir uns Schwierigkeiten, dass wir überhaupt auf die Idee kommen, das könnten wir sein und nicht nur immer die Dinge, die uns geschehen im Dasein. Dass wir so viel Interesse haben, dass wir beginnen zu erforschen und zu schauen, wie könnten wir das ändern? Wie könnten wir aufhören, innerlich uns Leiden zu schaffen und uns Glück zu schaffen? Das ist speziell, das ist besonders. Nicht sehr viele Menschen haben diese Art von Interesse, erstaunlicherweise. Wir haben Zugang zu Belehrungen dieser Art, Bücher, Belehrungen, Kurse, Retreathäuser, Lehrer, Lehrerinnen zur Auswahl. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. An so vielen Orten, in so vielen Ländern ist all das gar nicht zugänglich. Man weiß gar nichts von diesen Möglichkeiten. Wir haben äußere Freiheit, und zwar in einem Ausmaß, wie das kaum anderswo als vielleicht in West-Mitteleuropa und Nordamerika der Fall ist. Wir haben materielle Freiheit, dass wir uns erlauben können, diese Dinge, die uns interessieren, uns zu holen oder erforschen zu gehen oder teilnehmen zu können. Wir sind außerordentlich privilegiert. Abkehr von den Dingen, die uns Leiden schaffen, macht in diesem Licht Sinn. Dabei kehren wir uns nicht nur ab, sondern wenden uns auch etwas anderem zu. Wir wenden uns eben genau diesen drei Hauptaspekten oder Prinzipien des Pfades zu, die hier in diesem Text beschrieben werden. Eben Abkehr, Bodhicitta oder altruistisch oder mitfühlende Motivation und Erkenntnis des Wesens der Wirklichkeit. Diese Art von Hinwendung heißt in Pali Samvega. Es gibt einen prima Vortrag von Katrin Felder auf der Website von Beatenberg, wenn das euch interessiert, auf der Karuna-Website. Der heißt Abkehr und Hinwendung. Nekamma und Samvega kann ich euch empfehlen. Und Tsongkhapa sagt dem Text sinngemäß, wenn es dich dank diesen Überlegungen und Kontemplationen darüber, was uns Leidenschaft und darüber, dass wir diese optimale Situation haben, etwas ändern zu können, wenn es dich dank diesen Überlegungen und Reflexionen nicht mehr nach den angenehmen Erfahrungen dieses Daseins verlangt, sondern dein Geist beginnt wirklich nach Befreiung zu streben, dann ist Abkehr in dir entstanden. Und wenn wir finden, dass wir nicht wirklich bereit sind, von den angenehmen Erfahrungen uns abzukehren, könnte ja sein, dass wir nicht bereit sind. Würde ich sagen, so können wir doch zumindest versuchen, es von den leidschaffenden Dingen zu tun, von diesen, die offensichtlich uns Leiden schaffen, wenn wir nur wirklich hinschauen und hinfühlen. Und zum Beispiel auch in der Meditation, für die, die regelmäßig meditieren, uns von den endlosen, scheinbar interessanten, zerstreuten Gedanken und Geschichten, dass wir uns mal schon von dem abkehren und uns auf Wesentliches ausrichten. So ist also wenigstens ansatzweise Abkehr entstanden und Hinwendung. Hinwendung eben zu den weiteren zwei Prinzipien oder Hauptaspekten des Weges, das Bodhicitta und der befreienden Erkenntnis der wahren Natur. Lama Tsongkhapa betont hier, Abkehr ohne mitfühlende altruistische Motivation von Bodhicitta führt nicht zum Glück des völligen Erwachens. Also nicht ganz völlig, wäre ja auch schon gut. Deshalb erinnert er uns nun an die Dinge, die unser Mitgefühl wecken können, vorausgesetzt wir sind daran interessiert. Er beschreibt für uns die Situation der Lebewesen, von denen er sagt in diesem Text, dass sie allemal unsere Mutter waren.
Also hier wird davon ausgegangen, dass wir alle seit anfangsloser Zeit in diesem Kreislauf von Geburt, Leben und Tod kreisen. Und wenn das so ist, oder wenn das so wäre, sage ich jetzt mal, wären wir tatsächlich, dann wären tatsächlich alle Lebewesen in verschiedenen Daseinssituationen unsere Mutter gewesen. Eine eigenartige Idee, die ist total in der tibetischen Kultur. Weil klar ist, dass wir seit anfangslosen Zeiten in diesem Samsara Mutti, du dir das vorstellst, auch wenn wir das nicht wirklich glauben, wenn wir nichts mit Wiedergeburtsvorstellungen am Hut haben, können immer noch darüber reflektieren und, wenn es geht, auch anerkennen, dass wir in diesem, unserem Leben hier, auf vielfältigste Art und Weise von zahllosen anderen abhängig waren, abhängig sind und abhängig sein werden. Ein paar wirklich einfache Beispiele für Textilien und für elektronische und mechanische Teile aller Art und vieles mehr sind wir heute abhängig von miserabel bezahlten chinesischen Arbeiterinnen und Arbeitern. Meistens wissen wir nicht mal, was es ist. Ich habe vor einer Weile mich ein bisschen informiert, was so in einem Computer drin ist, der vielleicht sogar ein deutsches oder ein japanisches oder ein amerikanisches Produkt ist. Ist fast alles, was drin ist, kommt aus diesen Fabriken. Und für die ist es toll, dass sie überhaupt so einen Job haben, als schon gar keinen. Es ist völlig selbstverständlich für uns, dass wir davon profitieren. Es gibt das Zeug viel günstiger. Es ist ein ständiger Preiskampf, das ist die Funktion von Kapitalismus. Billiger, billiger, billiger. Irgendjemand bezahlt dafür und wir profitieren. Und das nicht, ich sage das nicht, um uns Vorwürfe zu machen oder jemandem anders, aber zu sehen, wie abhängig wir sind, wie komplex wir verwoben sind mit so vielen Lebewesen. Und natürlich sind wir oder waren wir abhängig von Lehrern oder Lehrerinnen, von Ärztinnen, wenn wir krank sind, oder von Straßenbauern, wenn wir irgendwo hingehen, von Verkäuferinnen, von Landwirten, endlose Liste für unsere Nahrungsmittel, für unsere Bekleidung, für unsere Bildung, für unsere Unterhaltung, für alles. Sind wir abhängig von anderen, von endlos vielen Menschen. Aber vor allem waren wir abhängig, vollständig abhängig von den Eltern, von Müttern. Darum sagt Lama Tsongkhapa, zusammengefasst, die Lebewesen, die alle unsere Mutter waren, werden geplagt von Geburt, Alter, Krankheit und Tod, gefesselt von schlechten Gewohnheiten, also Karma. Sie sind verstrickt im Netz von Identifikation und Ergreifen und Anhaften und sind umnachtet von Verblendung und Täuschung. Denkt über all das nach und werdet euch dessen gewahr. Und dann erzeugt den Wunsch, fasst den Entschluss, selbst Befreiung und Verwirklichung zu erlangen, damit ihr von größter Hilfe für diese Wesen sein könnt. Anders gesagt, kultiviert Bodhicitta in euren Herzen. Von dieser altruistischen oder mitfühlenden inneren Haltung, eben Bodhicitta, wird gesagt, wie durch den Stein der Weisen die Alchemisten Gold herstellen, so verwandelt Bodhicitta diese Haltung oder Motivation einem selbst in ein unschätzbares Juwel. Klingt wünschenswert. Aber es ist nicht einfach, offensichtlich nicht. Aber es kann zu einem wunderbaren und wesentlichen Teil unserer Praxis und unseres Lebens gemacht werden. Wir können regelmäßig und konsequent, die von euch, die regelmäßig praktizieren, darüber nachdenken, wie sehr wir von anderen Menschen, von anderen Lebewesen profitieren. Und vielleicht ein Gefühl der Wertschätzung oder der Dankbarkeit entwickeln dadurch. Oder wir können die Metta, liebevolle Güte-Meditation, oder die Karuna, Mitgefühl-Meditation üben. Und wir können immer wieder jeden Tag uns bemühen, unsere innere Motivation zu erweitern oder
zu drehen, von ich, mich, mir, mein zu was brauchen Sie, die anderen. Und auch das ist eine Übung, die wir immer und immer wiederholen. Es ist nicht so wichtig, wie weit wir kommen damit. Wichtig, dass wir es immer wieder versuchen. Eine Geschichte von Vater Theophan, die er in ein paar Jahren, vielen Jahren erzählt hat. Er berichtete von einer Zeit, als er etwas verdrossen war, mit seiner Arbeit in Gemeinden und Seelsorge, mit Lehren. Und er begibt sich ins Retreat. Und dort bittet er den alten weißen Abt, ihm ein Thema oder eine Frage zu geben, wie das oft in der christlichen Tradition gemacht wird. Das ist ein Thema oder eine Frage, über die man reflektiert oder kontempliert oder betet. Und der Abt gibt ihm das Thema: Was brauchen Sie? Was benötigen Sie? Also Sie, die anderen Menschen, seine Mitmenschen. Und der Vater zurückzog, der versucht, sich auf das Thema zu konzentrieren, sich damit auseinanderzusetzen, aber irgendwie klappt's nicht. Nach 2 Tagen geht er zurück zum Abt, beklagt sich, schildert ihm, dass er sich eigentlich mit seinen eigenen Themen, seine eigenen Schwierigkeiten und Problemen auseinandersetzen wollte und bittet ihn um ein Thema, das dem entspricht. Und der Abt denkt nach und schließlich sagt er: Okay, das Thema, die Frage für dich lautet: Was brauchen Sie wirklich? Bodhicitta, dieser Entschluss, sich um das Wohl anderer zu sorgen, ist sehr anspruchsvoll, offensichtlich. Wichtig ist aber, dass wir uns nicht davon abwenden, weil wir uns dem Anspruch nicht gewachsen fühlen. Wir denken, das ist viel zu viel, das kriege ich nicht hin, ich versuch's gar nicht. Ich denke, das braucht kein Problem zu sein, wirklich. Irgendwo sind wir dann zu idealistisch, und dann lassen wir es, weil es dann zu viel ist. Aber wir können einfach dran bleiben. Es ist eine Übung, es ist eine Praxis, die wir immer und immer wieder tagtäglich neu angehen können. Und dann tut sich etwas, langsam vielleicht, aber doch stetig. Sonst dieser Modus, diese Seinsart, geläufiger wird, bekannter wird, selbstverständlicher wird. Die mitfühlende Motivation von Bodhicitta. Und interessant ist, es ist ein Entschluss. Es ist nicht ein Entschluss und dann können wir das einfach. Wir entschließen uns immer wieder. Bekannt sind Shantidevas Verse, die diese Haltung von Bodhicitta ausdrücken. Und auch wenn wir nicht ständig oder sogar selten in diesem Modus funktionieren, ist es doch, finde ich, inspirierend, sie, diese Verse, immer wieder zu hören, zu lesen, zu reflektieren. Als Ausdruck dieser Motivation. Möge ich Beschützer der Schutzlosen sein und ein Führer für die Reisenden. Möge ich ein Boot, ein Damm, eine Brücke sein für alle, die ans andere Ufer gelangen wollen. Möge ich Arzt und Medizin sein und möge ich Pfleger und Diener sein für die Wesen dieser Welt, bis alle, bis jedes geheilt ist. Und möge ich ein unerschöpflicher Schatz sein für alle, die arm und mittellos sind. Möge ich mich in all die Dinge verwandeln, die sie nötig haben. Und möge diese ganz in ihrer Nähe leicht erreichbar sein. Das ist Shantideva. Lama Tsongkhapa fährt dann fort. Wenn du Abkehr und Bodhicitta kultivierst, diese aber nicht mit der Erkenntnis der Wirklichkeit verbindest, kannst du dich nicht von den Ursachen des Leidens wirklich befreien. Darum reflektiere über abhängiges oder bedingtes Entstehen und Vergehen. Das ist der 3. Punkt in diesem Vers. Wir sollen darüber nachdenken, wir sollen darüber reflektieren und meditieren, dass das Leben, dass dieses Dasein ein zwar gesetzmäßiger, dynamischer Fluss von Moment zum Moment Events oder Erfahrungen ist, die sich, ist eigentlich
ein Fluss aus rapide sich folgenden Augenblicken von Sehen, Hören, Fühlen, Denken, Empfinden, Riechen, Schmecken ein bisschen weniger oft, Sehen, Hören, Fühlen, Denken, Empfinden, Körperempfindung, Sehen, Empfinden, Hören, Denken, Fühlen. Dass das, was eigentlich da ist, wir denken an unsere solide Welt mit all den soliden Menschen und soliden Ichs drin, wenn wir wirklich hinschauen, dieses rapide Moment-zu-Moment-zu-Moment-Prozess von diesen Sehen, Hören, Fühlen, Denken, Empfinden, Riechen, Schmecken. Falls jemand noch etwas anderes erfährt, wäre ich interessiert. Ehrlich. Irgendwie denken wir, das kann ja nicht sein, das ist dann noch die Welt. Aber wenn wir von hier aus schauen, was wirklich passiert, Moment, 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 ist genau das, was wir tun in der Vipassana Meditation. Dann findet man in rapider Folge all das mit Konzepten, Gedanken, die daraus eine wirkliche Welt machen. Das ist auch ganz praktisch, diese Konzepte, sonst wäre es ziemlich kompliziert, schon nur von hier bis zum Badischen Bahnhof zu kommen. Aber weil diese Konzepte so solid werden im Laufe unseres Lebens, merken wir nicht mehr und sehen wir und nehmen wir nicht mehr wirklich wahr hier, dass alles ein ständiger sich wandelnder Prozess ist. Und warum das interessant ist, ist ganz einfach deshalb, weil immer wenn wir anhaften, immer wenn wir festhalten, immer wenn wir hoffen, dass wir von dem nächsten Ding, der nächsten Erfahrung, der nächsten Person, der nächsten Situation eine erfüllende Erfahrung haben können, die bleibt, beginnt Leiden, sobald sich alles verändert. Inneres Leiden. Und wenn wir nicht sehen, dass dieser Prozess seiner eigenen Gesetzmäßigkeit folgt, der Gesetzmäßigkeit dieses Lebens, dann sind wir ständig unterwegs, es anders hinzukriegen, dagegen zu kämpfen, uns zu wehren, dort, wo es gar nicht möglich ist. Also dieser Versuch, dieser endlose, lebenslange Versuch, das Universum dazu zu bringen, zu meiner Musik zu tanzen. Und immer wenn es für 3 Sekunden zufällig die gleiche Musik ist, denke ich, yeah, geschafft. Und dann fängt das Leiden wieder an, weil die wieder was anderes spielen als ich wollte. Das zu sehen, das wirklich zutiefst, immer und immer wieder zu sehen, bis wir es wissen hier, bis wir es hier wissen, das macht einen Unterschied. Buddha nennt diesen Prozess, oder nannte diesen Prozess, bedingtes, abhängiges Entstehen, weil die Dinge, die entstehen, ständig abhängig sind von dem, was vorher war und von vielen verschiedenen Bedingungen. Und mit jeder Bedingung, die sich verändert, verändert sich das, was wir erfahren. Und Thich Nhat Hanh nennt es Intersein. Und Rumi schrieb, die Erfahrungen kommen anmarschiert, eine nach der anderen, Moment um Moment. Sobald eine angekommen ist, ruft die nächste bereits, hau ab, jetzt bin ich dran. Das ist ein richtiges Moment-zu-Moment-Gedränge, eigentlich ein lückenloses Gedränge. Versucht mal für einen Moment keine Erfahrung zu haben. Das ist lückenlos. Es sieht, hört, riecht, denkt, schmeckt. Schon nur denken, es befüllt schon fast das Ganze. Und dann die anderen 5 scheinen noch darüber. Es ist im Grunde genommen noch eine andere, wenn man genau hinschaut. Aber es ist ziemlich voll. Bis wir am Abend so erschöpft sind, dass dann der Tiefschlaf eine Lücke gibt, in der wir uns erholen können. Dann fängt es gleich wieder an mit der Traumphase. Darüber nachzudenken, zu reflektieren und zu meditieren bedeutet Vipassana oder Vipassana zu praktizieren. Erkenntnispraxis zu praktizieren, auch bekannt als Lakdong oder Mahamudra oder Dzogchen, Texture innerhalb der Dzogchen-Tradition. Wenn wir konsequent so meditieren, ohne Hoffnung und ohne Befürchtung, wie es heißt, das ist ein interessanter Teil. Wenn wir konsequent meditieren, ohne Hoffnung und ohne Befürchtung, werden wir das Wesen, die Natur dieses dynamischen Erfahrungsstroms, genannt Leben, klarer und deutlicher erkennen. Wenn wir ohne Hoffnung nämlich auf schöne, angenehme und friedvolle Zustände und ohne Furcht
vor schwierigen, unangenehmen oder sogar schmerzhaften Erfahrungen meditieren. Und das bedeutet sehr viel für die, die Erfahrung haben mit Meditieren. Ohne Hoffnung auf schöne, angenehme, friedvolle Zustände, dabei wollen wir eigentlich nur das. Und ohne Furcht vor schwierigen, unangenehmen, schmerzhaften Erfahrungen, das, was wir definitiv nicht wollen, wenn nur das kommt, hören wir auf mit Meditieren. Ohne diese Hoffnung und diese Furcht vermeiden wir auf Umwege und in Sackgassen zu geraten, was wir so oft tun. Und dann werden wir beginnen, die leere, nicht fassbare, nicht selbstexistente Natur aller Dinge zu erfahren und zu erkennen. Und gerade für die vielen Meditierenden hier möchte ich wirklich nochmal für alle von uns, immer wenn wir unterwegs sind, um schöne, angenehme Zustände hinzukriegen, ist es eine Sackgasse. Sogar wenn wir sie hinkriegen. Oft kriegen wir sie sowieso nicht hin. Wir kriegen sie hin, sie dauern was, 10 Minuten. Und dann fängt das Knie an, oder da kommt die Ruhelosigkeit zurück, oder es läutet. Dann muss man wieder gehen. Es ist ja nicht so, dass wir sie hinkriegen und bleiben sie. Also wenn jemand noch darauf hofft, dass er in diesem Kreis mit dieser Meditation etwas findet, was dann für immer toll, wunderbar, angenehm hinhält, im Strand so suchen. Hier nicht. Was wir können, ist zutiefst das Wesen der Dinge echt nicht in irgendeinem Zustand, echt Erfahrung erleben und in dem uns anfangen, zu Hause zu fühlen. Mit Gelassenheit, mit mehr Fähigkeit, liebevoll anzunehmen, weil es wird immer wieder schwierig. Und für die, die es noch nicht sind, kann ich euch verraten, dass älter werden. Es wird nicht nur toller. Ehrlich. Zu sehen, zu spüren, wie die Dinge sind, zutiefst, nicht intellektuell. Dort beginnt Erkenntnis und dort beginnt letztlich befreiende Erkenntnis, weil je tiefer wir die Wirklichkeit verstehen, desto mehr transformiert sich unser Geist und unser Herz und fängt von selbst an, sich der Gegebenheit der Wirklichkeit annähern zu wollen. Es ist nicht unser, das ist ein Wort von Krishnamurti, das ich hilfreich finde, es ist nicht unser Kampf um innere Befreiung, sondern es ist die Wirklichkeit, die uns befreit. Je tiefer wir die Wirklichkeit, so wie sie tatsächlich ist, sehen und erfahren, das transformiert uns. Also es ist nicht wir, die uns umkrempeln müssen, sondern wir müssen wirklich verstehen, was das Leben ist, von dem wir Teil sind, das wir sind. Das transformiert. Und Tsongkhapa sagt, wenn wir beides, den gesetzmäßigen Prozess des Moment zu Moment bedingten abhängigen Entstehens und die nicht fassbare, durchscheinende Leerheit von Selbstexistenz aller Dinge zu erfahren und zu erkennen beginnen, dann, sagt Lama Tsongkhapa, hast du den Pfad betreten, der die Buddhas erfreut. Diese zwei Aspekte des Daseins, den Prozess des abhängigen Entstehens, der das Mitgefühl mit den Lebewesen, mit den Mitmenschen hervorruft und die substanzlose leere Natur dieses Prozesses, dessen Erkenntnis befreit, hat Longchenpa in einem Vers beschrieben und mit diesem Vers möchte ich schließen, bekannter Vers. Betrachte ich das magische Spiel, eben der Lebensprozess dieser Welt, wie sie zu sein scheint, kommt überwältigendes Mitgefühl in mir hoch. Betrachte ich ihre Natur der innewohnenden Leerheit, so wie sie wirklich ist, kann ich nicht anders als staunen und in Gelächter ausbrechen.